Profite pflegen keine Menschen, sondern wir. Pflegekräfte wollen sich anlässlich des Internationalen Tages der Pflege vor dem Bundesgesundheitsministerium in Berlin mit Toilettenpapier, Banderolen und Slogans Gehör verschaffen. Das System ist einfach krank. Und in dieser Krise wird es nochmal richtig immanent. Wir haben jetzt Glück gehabt, ja, weil es hier keine Zustände hatten wie in Frankreich und Spanien und Italien. Aber ganz viele Fehler, die in diesem System stecken, werden jetzt einfach deutlich. Und wir wollen, dass sich das ändert. Ändern sollen sich unter anderem die Arbeitsbedingungen. Krankenhäuser unterlegen einer Wettbewerbslogik und würden daher an der falschen Stelle sparen, kritisieren die Pflegekräfte. Weniger Personal müsse in kürzeren Zeiträumen mehr Leistungen bringen. Die Überlastung werde auch nicht durch anständige Gehälter und Risikozuschläge belohnt. Wenn die Pflege tatsächlich als systemrelevant gelte, brauche sie eine bessere Anerkennung und Unterstützung. Wir werden diese Krise meistern, aber nicht, weil das System so gut ist, sondern weil sich alle Beschäftigten im Krankenhaus den Arsch dafür aufreißen. Im Prinzip ist das, tun sie das nur durch mehr Belastung wieder, die die Beschäftigten auf sich nehmen. Aber es hat nichts damit zu tun, dass die Krankenhäuser das Gesundheitssystem wirklich gut aufgestellt ist. Das sind wirklich Überreste eines vergangenen Gesundheitssystems. Und damit ihre Botschaft auch ankommt, hinterlassen die Demonstranten dem Gesundheitsministerium noch ein besonderes Andenken.